wird ein Vektor durch seine Koordinate angegeben. So kann man seine Norm, das heißt seine Länge, sehr schnell berechnen. In der Ebene konstruieren wir dieses rechtwinklige Dreieck und durch den Satz des Pythagoras wissen wir, dass die Norm dieses Vektors u im Quadrat gleich ist zu dieser Kathetenlänge u1 im Quadrat plus dieser Kathetenlänge u2 im Quadrat, woraus wir schließen, dass die Norm des Vektors u gleich ist zur Quadratwurzel seiner Abszisse im Quadrat plus seiner Ordinate im Quadrat. Im 3D-Raum funktioniert das ähnlich. Zuerst konstruieren wir dieses rechtwinklige Dreieck, indem wir wieder den Satz des Pythagoras anwenden. Der ergibt also, dass die Norm von u im Quadrat gleich ist zur Länge dieser Diagonalen d im Quadrat plus diese Kathetenlänge, also u3, im Quadrat. Also so. In diesem rechtwinkligen Dreieck können wir wiederum durch den Satz des Pythagoras diese Diagonalenlänge hoch 2 berechnen. Denn diese Diagonale ist die Hypotenuse von diesem rechtwinkligen Dreieck und somit gilt, dass diese Hypotenuse im Quadrat gleich ist zur Summe der Quadrate dieser beiden Katheten u1 und u2. Also können wir hier drin d² ersetzen durch u1² plus u2². Und somit finden wir, dass die Norm von u gleich sein muss zur Quadratwurzel von Abszisse im Quadrat plus Ordinate im Quadrat plus Lot im Quadrat. Und der Auftrag ist erledigt.